Hallo, hier ist Holger Nentwig. Es geht heute mal wieder um Ihr Geld, nämlich das Geld, das Sie bei Ihrer Bank liegen haben. 100.000 Euro. Kennen Sie diese Summe? Naja, manch einem wird dann sicherlich einfallen, ach, das ist doch der Wert, in dessen Höhe ist doch meine Einlage, mein Girogeld, mein Festgeld, meine Termingelder, meine Namensschuldverschreibung bei meiner Bank abgesichert, richtig? Nun, fragen wir uns doch mal, ist das denn wirklich sicher, das Geld, was Sie auf Ihrer Bank haben? Was ist, wenn der Bank etwas passiert, eine Bankenkrise? In 2008 hatten wir eine ganz große Bankenkrise. Wie sicher ist es denn, dass Sie Ihr Geld auch bekommen? Leider bekommen Sie von Banken da keine Auskunft. Es gibt die Information, dass Sie das Geld bekommen, wenn eine Bank pleite macht. Es besteht aber kein Rechtsanspruch darauf. Auch der Vater Staat muss dafür nicht eintreten. Viele Menschen meinen, das ist vielleicht der Fall, aber nein, das ist eine Mehr. Man bekommt das Geld nicht vom Vater Staat, wenn die Bank pleite geht. Punkt. Ups, was bedeutet denn das für mein Geld? Es ist nicht garantiert. Sie bekommen nur die Auskunft von den Banken, dass sie einem Einlagensicherungsfonds angeschlossen sind oder bei Sparkassen, bei Girokassen etc. Bei Genossenschaftsbanken, die haben die sogenannte Institutssicherung, wo das ein Institut dann für das andere haften soll, damit es nicht pleite geht, wenn Schwierigkeiten kommen. Ist das Geld denn wirklich da, um im Falle eines Falles das auszahlen zu können? Dirk Müller hat recherchiert. Dirk Müller ist Mr. Dax, als Mr. Dax bekannt, hat in seinem Buch das sehr, sehr schön dargestellt. Sie bekommen keine Auskunft darüber, welche Banken wie viel in dem Sicherungstopf drin haben. Dann hat er eigene Recherchen angestellt und kommt auf einen Wert von 97% sind nicht in Form von Geld in dem Einlagensicherungstopf drin. Ups, was bedeutet das denn? Nach seinen Recherchen sind 3.000 Euro gerade mal an Geld hinterlegt. Stellen Sie sich mal vor, es passiert eine Bankenkrise, wie sicher ist Ihr Geld dann? Da ist mit Sicherheit Handlung geboten, Alternativstrategien zu machen. Und wenn man jetzt noch die Überschrift des nächsten Artikels liest, dass die EZB daran arbeitet, dieses Jahr die Einlagensicherung auch noch abzuschaffen, Europa lässt grüßen, dann ist ein Schelm, wer da Böses denkt. Also checken Sie mal durch, wie viel Geld haben Sie wo liegen und wie sicher ist Ihr Geld.